Alles wird teurer, daran haben wir uns ja inzwischen fast gewöhnt. Der Discounter Penny schießt jetzt allerdings den Vogel ab. Für einige Produkte soll der Käufer plötzlich von einem Tag auf den anderen fast doppelt so viel bezahlen wie bisher. Unverschämt, könnte man denken. Aber hinter der massiven Preiserhöhung steckt eine Aktion. Penny will den wahren Preis der Produkte kenntlich machen. Den Preis, den der Verbraucher zahlen müsste, würden alle Umweltschäden berechnet, die durch die Produktion entstehen. Die Kampagne, an der auch Universitäten beteiligt sind, sorgt schon jetzt für großes Aufsehen. Käse, Wurst und Joghurt. Alles Produkte, die für viele zu den Lebensmitteln des täglichen Bedarfs gehören. Bei Penny steht für diese Packung Maßdammer zum Beispiel nicht mehr 2,49 Euro auf dem Bon, sondern 4,84 Euro. Das seien die Warenkosten. Auch Wiener Würstchen sind, wenn der Preis für die Umweltschäden mit eingerechnet wird, knapp doppelt so teuer. Penny schlüsselt die Kosten auf in Klima, Wasser, Boden und Gesundheit. Heraus kommen dann 6,01 Euro statt den ursprünglichen 3,19 Euro. Eine tolle Aktion finden manche Userinnen und User im Netz. Gute Idee, da wird den Leuten mal der wahre Preis vor Augen geführt. Finde ich gut. Gerade tierische Produkte können gerne mal teurer werden. Manche fressen ja echt täglich Fleisch. Andere haben jedoch weniger Verständnis. Unverschämtheit für Menschen, die schon so jeden Cent umdrehen müssen. Und wieder ist der Endverbraucher am Arsch. Man sollte einmal eine Woche lang gar nichts konsumieren oder kaufen. Bei den veganen und Bioprodukten des Experiments steigen die Kosten geringer an als beispielsweise beim Fleisch. Penny will mit der Aktion seine Kundinnen und Kunden auf die vielen versteckten Kosten ihrer Lebensmittel aufmerksam machen und sie zu einer biologischen und veganen Ernährung anspornen. Seine Mehreinnahmen spendet der Discounter an nachhaltige und landwirtschaftliche Projekte. Und über das Thema spreche ich jetzt mit dem Umweltökonom Tobias Gaukler von der Technischen Hochschule in Nürnberg. Guten Tag, Herr Gaukler. Guten Tag, hallo. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sich bei dieser Aktion Ihre Hochschule und der Discounter Penny zusammengetan haben? Wir betreiben diese Umweltkosten, diese Schadensrechnung bereits seit einigen Jahren. Und bereits im Jahr 2020 ist Penny auf uns zugekommen und hat gesagt, sie würden gerne einige ihrer Produkte mit unseren Daten sozusagen füttern oder vielmehr diese zweiten Preisschilder machen. Das heißt, Penny ist auf uns als Hochschule, uns auch als Uni Greifswald zugekommen. Und seitdem arbeiten wir hier zusammen und versuchen an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Ökologie diese wahren Preise ein Stückchen weit hier zu adressieren und auch einen Diskurs hier zu anzuregen. Heißt das mit anderen Worten, dass unser Essen, das wir im Supermarkt kaufen, zu billig ist? Naja, das ist vielleicht jetzt eine relative Frage und ich bin auch nicht derjenige, der sagen möchte, Lebensmittel müssen teurer werden, auf die Gefahr hin, dass sich manche es nicht mehr leisten können. Also von daher möchte ich hier, sagen wir mal, vorsichtig zitiert sein. Nichtsdestotrotz, das, was wir hier aufzeigen, sind die Umweltfolgeschäden, die sich aus der aktuellen Produktion von Lebensmitteln ergeben. Und da lautet die Antwort schon, ja, Lebensmittel, gerade bei uns in Deutschland, wo ja Lebensmittel auch relativ günstig sind, sind zu billig, weil die Umweltfolgeschäden, die durch die Produktion entstehen, eben hier nicht reingerechnet oder anders gesagt auch rausgerechnet sind und damit scheinbar günstige Preise ermöglichen, die wir an anderer Stelle als Gesellschaft, insbesondere zum Beispiel beim Klima, bezahlen und auch künftig teuer bezahlen werden müssen. Wie viele Produkte sind denn davon betroffen, wenn man jetzt durch den Supermarkt geht? Also grundsätzlich würde ich sagen, alle Produkte verursachen Umweltfolgeschäden, die eigentlich verursachergerecht bezahlt werden müssten. Sonst lügen wir uns ein Stück weit oder vielleicht in großen Teilen noch in die Tasche. In der konkreten Aktion hat Penny 9 Produkte unserem sozusagen Screening unterzogen. Und von daher ist es ein sehr kleiner Anteil, aber er umfasst sowohl pflanzliche Produkte als auch Milchprodukte, unterscheidet eben auch zwischen Bio und konventionell. Das heißt, selbst wenn es wenige Produkte sind, daran lässt sich das Ergebnis unserer Forschung doch sehr deutlich ablesen. Geben Sie mal gerne eine prozentuale Einschätzung. Wie teurer müssten die Produkte eigentlich sein, damit all das Ökonomie und Ökologie abgegolten ist? Ja, wenn Sie jetzt tierische Produkte nehmen,
Käse mit viel Milchanteil. Dann könnten wir von einer Verdopplung, von einer Fastverdopplung sprechen, die wir auch mit Penny und Rewe hier zusammen diskutiert haben. Also eine Verdopplung in etwa bei Käse, eine mehr als Verdopplung bei Fleischprodukten, die jetzt nicht alle Teil auch dieser Aktion sind. Das heißt, hier geht es in großen Teilen schon so ein Stückchen weit um die Wurst, also um hohe Aufpreise an der einen Stelle. Und wenn man an der anderen Stelle guckt und sich insbesondere pflanzenbasierte Lebensmittel ansieht, sieht man, dass die Preisaufschläge sehr moderat sind. Oder wieder anders gesprochen, wenn Kundinnen mehr pflanzenbasiert und einen höheren Bioanteil kaufen würden, konsumieren würden, würden sich wesentlich geringere Umweltschäden ergeben. Allein das ist ja eine klare Botschaft auch an die Konsumentin, die, selbst wenn die Politik hier untätig sein sollte, durchaus durch den eigenen Konsum und die Entscheidung hier maßgeblich dazu beitragen kann, mehr oder weniger Umweltschaden anzurichten. Was würde oder könnte denn mit diesem Geld, also mit diesem Differenzbetrag, bezahlt werden können? Also aktuell in der Kampagne bezahlt Penny das, was die Kunden mehr bezahlen an einem Nachhaltigkeitsprojekt in der Landwirtschaft. Das ist sozusagen für diese Kampagne oder für uns ein, in dem Sinn zumindest ein wichtiges Symbol. Das finde ich gut. Wenn die Warenpreise für alle Lebensmittel gelten würden, für manche, wie gesagt, höhere Aufschläge, für manche niedrige Aufschläge dann die Folge wären, dann müsste dieses Geld zunächst mal vom Staat eingenommen werden und könnte dann aus unserer Perspektive an zwei Akteursgruppen umverteilt werden, aufkommensneutral, dass der Staat sozusagen hier nichts in die eigene Tasche wirtschaftet. Zum einen müssten Landwirte incentiviert und angeregt werden, hier klimafreundlicher zu produzieren, sei es von der Produktionsweise, sei es aber auch von dem, was hergestellt wird, einfach Produkte anzubieten, die geringere klimatische oder Gesundheitsauswirkungen negativer Art haben. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist aus unserer Sicht, müsste ein Teil des eingenommenen Mehrpreises staatlicherseits umverteilt werden in Richtung von Menschen, die sich sonst Lebensmittel, auch gesunde Lebensmittel, einfach nicht leisten könnten. Beide Komponenten, also sowohl an die Landwirte als auch an finanziell schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen, wären wichtig. Und vielleicht ein Punkt noch kurz ausgeholt. Wir würden nicht dafür plädieren, in erster Linie diese hohen Preise, die wir ausrechnen, diese Schadenskosten auch wirklich dem Konsumenten in Rechnung zu stellen, sondern wir würden die Politik bitten oder zumindest in die Richtung klare Empfehlungen abgeben, dass bereits die Erstinverkehrbringer der Schäden hier zur Kasse gebeten werden. Das heißt, wenn beispielsweise bei mineralischen Düngern hohe Energieeinträge nötig sind, wenn an anderen Stellen viel Klimagase entstehen, gilt es, die möglichst früh in der Food Chain abzubilden, was dann zu innermarktlichen Anpassungsmechanismen führen würde. Das heißt, wir hätten viele Substitutionseffekte bereits in der Food Chain. Und das würde bedeuten, dass gar nicht so viele Schäden entstehen, die dann auch dem Endkunden gar nicht in dieser Höhe in Rechnung gestellt werden müssten. Sagt der Umweltökonom Tobias Gaukler. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.